Moin moin miteinander! Es geht weiter mit Dragon's Dogma. Wir sind in Grand Sorin und letztes Mal habe ich angekündigt, ich möchte hier die Quest annehmen von... Entschuldigung! was ist los? Von Aldus? Hier, gestohlen Gegenstand wieder beschaffen. Im Augenblick nichts. So. Wieso bin ich schwer beladen? Egal. Ich wollte ja mit ihm sprechen und diesen Gegenstand wieder beschaffen, aber dann habe ich mir gedacht so, das ist ja wieder irgendwas, weil alles, was hier ist, ist irgendwie Hauptquest. Und ich wollte einfach mal gucken, ob ich nicht irgendwo irgendwelche Nebenquests finde, die ich machen kann, bevor es weitergeht mit der Hauptquest. Die Frage ist natürlich, wo findet man solche Quests? Man wird ja nicht so unbedingt mit der Nase drauf hingewiesen. Und dann dachte ich mir, ich werde ein bisschen mal herumwandern. Hier zum Beispiel könnte eine sein. Hier könnte eine sein. Ich könnte auch mal wieder zu Selene. Na gut, hier wird wahrscheinlich nichts sein. Aber hier ist noch diese komische Schmugglerpassage. Da wollte ich doch mal hin. Ne, also Schmugglerpassage, das wäre doch interessant, da mal hinzugehen. Oder hier, der alte Steinbruch und gucken, ob nicht möglicherweise da irgendwas ist. Oder in der Abtei. Alles so Dinge, die man checken könnte. Hier muss ich übrigens noch einen Reisestein hinpacken. Schattenfeste. Ja, vielleicht. Wer weiß. Wer weiß. Auf jeden Fall wollte ich ein bisschen nach Nebenquests gucken und ich wollte mal diese Schmugglerpassage austesten. Ich werde mich versuchen, zu diesen ganzen Orten hinzubeamen, soweit es geht, damit wir möglichst wenig Zeit verlieren. Hier ist wahrscheinlich noch kein neuer Skelettschlüssel gespawnt, richtig? Richtig. Haben die hier eigentlich vielleicht irgendwelche Skelettschlüssel? Also die Händler generell. So, du hast mit Sicherheit keine Skelettschlüssel, ne? Was gibt's denn hier Neues? Beine? Jetzt habe ich das echt zu schnell gemacht, ne? Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was das Neue ist hier, aber irgendwas hat er neu bekommen. Aber so auf den ersten Blick fällt mir auch nichts auf, was... was mich so besonders... interessieren würde. Vielleicht so Stiefel des Zauberers. Ja. Geht alles so, ne? Geht alles. Gehen wir mal lieber. All these workers going about their business. Unlikely. I'd imagine one would never tire of zu den anderen Läden. I wonder if there are rarities from abroad. So, einmal hier und links. So, hier könnten wir Glück haben.
So, Fälschung. Habe ich eigentlich irgendwas? Ah. Skelettschlüssel. Dankeschön. Skelettschlüssel. Her damit. Ausverkauft. Lindwurmvisier. Ich glaube, ich habe die mir schon mal angeguckt, ne? Schwächungswiderstand. Ich finde sie ja interessant. So vom Aussehen her. Aber auch relativ teuer. So, Fälschung anfertigen. So, okay, wir haben mittlerweile 9 Skelettschlüssel. Das müsste ja reichen. Und scheinbar unterscheidet er nicht zwischen gefälschten und echten. Das finde ich natürlich gut. Na komm. I'll not beat round the bush. I'll have the goods ready. I'm sure you'll find any time. So. The Scrivener at the Black Cat here can duplicate objects in your possession. Precious things gone lost or missing have a way of turning up there. Und ich wollte auch noch mal hier rein. Hey, Madeleine. A nightly customer. Oh, surely I have. You'll find not but the fine. So, was hast denn da? Irgendwas ist hier neu. Ohrring der Flinkheit. Okay. Ich glaube, der ist ganz gut. Also wenn man sich das hier mal anguckt, das hier müsste ja Giftwiderstand sein und das hier ist, was ist das hier? Ein Fuß mit einer Kette irgendwie verlangsamen oder sowas müsste das sein. Da hätte ich dann 100% Resistenz gegen. Ich nehme den mal mit. Unrast. Schlafwiderstand. Wohl, ne? Oder? 60% Schlafwiderstand. Ja, bei ihr wollte ich eh mal gucken, was sie so im Inventar hat. Denn ich habe ihr ja diese gefälschte Figur gegeben. Hätte ich mal nicht machen sollen. Also wahrscheinlich hätte sie bessere Sachen jetzt hier im Angebot, hätte ich es nicht gemacht.
Naja, so ist es. Es ist, wie es ist. So. Mal kurz ins Inventar geschaut. Ich bin ja mal wieder schwer belastet. Was kann ich loswerden? Was denn das hier? Silbernes Rapier. Wo habe ich das denn her? Ring des Schwertmeisters, ne? Verbessert die folgenden Waffenfertigkeiten. Explosion, Stoßexplosion. Na, dann muss ich mir mal überlegen, ob ich das hier tatsächlich mache. Aber, was wir jetzt noch schnell machen sollten... Wir sollten nochmal schnell zum Waffenhändler, bevor es dann tatsächlich losgeht. Oh, Entschuldigung. What use is chasing after coin when the dragons come to turn us all to ash? Ja, ich wollte mich nur entschuldigen bei dir. So, verbessern. Silbernes Rapier. Oh, schaut mal. Ich kann das hier verbessern. Auf Maximum. Schreckenslord-Emblem. Hm. Ich kann den verbessern auf Maximum, aber ich brauche große Greifenklauen dafür. Ich habe zwei. Und ich brauche zwei. Das heißt, danach wären sie weg. Ach, soll ich das machen? Spukanium brauche ich drei. Ich habe null. Ich überlege mir, ob ich das tatsächlich mache. Vielleicht kann ich die Greifenklauen ja auch, ich weiß nicht, fälschen? Würde das gehen? Greifenklauen fälschen? Kann ich mir kaum vorstellen, aber wer weiß. So, schnell. Nein, ich habe nur Equipment zum Einlagern. So, wie die anderen gehen eigentlich von der Belastung her. So, kann ich hier was loswerden? Laterne halb voll und Laterne. Wozu habe ich zwei? So, weg damit. Ah, schon bin ich nur noch mittelbelastet, ne? Kleine Nuss, aber ich möchte ein bisschen mehr noch hier... Flüssiger Elan, komm. Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt brauchen werde. Gesundheit etwas. Heilung Gift, okay. Hier habe ich auch wieder Heilung Gift. So viel Giftheilung brauchen wir, glaube ich, nicht. So, Mittel muss reichen. Wir müssen ja auch irgendwann mal los, ne?
und irgendwas machen. So, okay. Na, komm schon. Benutzen. Wo wollen wir denn hin? Okay, dann würde ich mal sagen, die Sache mit den Quests. Die Questsuche machen wir nächstes Mal. Jetzt versuchen wir mal diese Schmugglerpassage uns mal genauer anzugucken. So, Freunde, es geht los. A tower standing in such remotes. It is the Blue Moon Tower, said to have stood here since time immemorial. It would be a small wonder to find anything within such a labyrinth. Ach, Schlange. What's that? Schlange. Oh, falling rocks? Tis treacherously steep. I'll take that. What do you make of this, Master? Shall we enter? Ja, hier will ich rein, meine Freunde. Schmugglerpassage. So, dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Ich hoffe, irgendwelche ganz tollen Schätze. Oh. Small caves such as this oft hold items of some use. They rampage indiscriminately. Ow! I will protect you, Arisen. We must stay calm. Let me gather those bones. Did it? It'll take more than that. So, ja, heil mich, komm. I'll heal your wounds. So, wenn ich mich nicht irre. Karte. Nein. Haben wir keine. Okay, wir haben nur die kleine Karte. Wo denn? Ach da. So, Wächterkapuze darf irgendjemand von euch mitnehmen. Das auch. This looks interesting. Ja, yeah. Komm, nimm mit. Na also. Schon wieder? Wo denn? Strike with holy light. Hier war doch irgendwas noch. Hier, harter Knochen, genau. Ja, das machst du gut so. Yeah. So, können wir das normal öffnen? Ah, nee, Skelettschlüssel. Ein Skelettschlüssel haben wir jetzt verwendet. Human bones that move on their own. Löwenlord Helm?
Moment! Oh. Ich hoffe, da hat sich das gelohnt, den Skelettschlüssel auszugeben. Löwenlordhelm. Ein majestätischer Bronzehelm, der den König der Bestien darstellen soll. Schützt die gesamte hintere Halspartie. Ja, okay. Ja, ich sehe ein bisschen komisch aus damit, ne? Aber vielleicht ist der ja was für... Nee. Für Brienne nicht. Für niemanden. Was soll denn das? Hm. Okay. Also eher sowas für Schleicher, ne? Na gut. Ist wie es ist. Ich werde ihn mal aufpimpen und dann gucken wir mal, ob wir den benutzen können. So, Wasser entnehmen. Wasser brauchen wir nicht. Ein Skelettschlüssel ist weg. Finde ich jetzt ein bisschen doof, aber... Okay. So, das hier kann ich... Okay. Ja, komm schon. Pelter. Das ist doch was für dich, Brienne, ne? Was haben wir hier? Flasche mit Wasser. Mitnehmen und eine leere Flasche. Und was ist das? Luftdichte Flasche. Das ist gut. So, okay. Hier kam ich letztes Mal nicht weiter, weil ich keinen Skelettschlüssel mehr hatte. Strike with holy light. Walking bones. Uralte Schriftrolle. Na gut. Haben wir eigentlich jetzt hier eine Karte? So langsam? Nee, haben wir immer noch nicht, ne? Haben wir einfach nicht. Na gut. Also, jetzt geht's hier tatsächlich weiter, weil wir einen Skelettschlüssel haben. Riesiger Geldbeutel. Sehr schön. Und was haben wir hier? Irgendein Versteck mit einer... Dunkles Element. Lazarus-Steinsplitter. Okay, und das war's? Deshalb der ganze Weg? Schade, ich dachte, das ist jetzt irgendwie so ein... So eine Passage tatsächlich irgendwo hin, ne? Eine Passage bedeutet ja Passage. Aber das hier war ja eher nur so ein verstecktes Gefängnis. Ja, das war's auch schon, ne? Das war's. Wir haben auch wirklich alles abgesucht, ne? Ich will nochmal kurz gucken, ob es da nicht irgendwo... Irgendwas gibt, wo wir nicht waren, aber... Aber... Links, rechts, ja, wir haben jeden Raum abgeguckt. Ja. Ey. Weg da. Irgend so eine fiese Zweihandwaffe haben wir gefunden. Na gut. Und da oben... Ah, hier ist jetzt wieder der Golem, ne?
is a far cry from the roads we're accustomed to, that's for certain. Oha. Au. Strike with holy light. Holy magic with must be the work of the darkest magic. We have triumphed. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne dann weitermachen mit der Suche nach Nebenquests, aber ich sehe hier gerade, kann man hier... Ich dachte, man kann hier irgendwie... Huch? Irgendwas haben die aufgesammelt? So, hier war doch irgendwo eine Höhle. So, weg ist sie. Also hier habe ich auf jeden Fall mein tolles Schwert gefunden. Ich dachte, da oben, ne? Vielleicht gucken wir einfach mal nach, ob wir noch was Lustiges finden in der Kiste. Falls sie wieder respawned ist. Ja. So, einmal gucken. Ja, nochmal. Dann haben wir ein zweites Schwert für Brienne. So, Brienne, das ist für dich. I'll take that. Im Grunde genommen könnte sie es jetzt ja schon benutzen, ne? Statt dem Paradieshüter. Man könnte sie immer switchen. Oder ich sie switchen lassen, je nachdem, was gerade gebraucht wird. Feuer oder Blitz. This looks interesting. Was looks interesting? Irgendwas hat er wieder gefunden. Okay. Gut, den Golem werden wir jetzt nicht machen. Dann würde ich sagen, wir teleportieren uns jetzt. Ja. Nach Cassades. Hier fangen wir an. Erstmal Cassades, dann vielleicht den Wald hier. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo noch Nebenquests finden, die interessant sind für uns. Aber wenn da was Interessantes ist, dann werden wir es eh erst in der nächsten Folge erfahren. Na, wo haben wir es denn? Da haben wir es. So, da sind wir auch schon. Sehr gut. Ja, sie werden sich freuen, uns wiederzusehen, alle. Die mysteriöse Insel Finstergram. Ja, das ist natürlich auch noch so eine Sache, ne? Von hier aus komme ich ja nach Finstergram. Ich bin so am Überlegen, wann wäre der richtige Moment, um dahin zu gehen? Also wobei, der richtige Moment, damit meine ich eher die Hauptquest hier fertig machen. Oder
kann man Finstergram zwischendurch machen. Oder sollte man das sogar zwischendurch machen? So, wir gehen jetzt aber erstmal schlafen. Und im Morgengrauen geht's weiter mit dieser Geschichte. Bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.